Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video werden wir uns darüber unterhalten, wie man Marketing für Bauelemente macht. Wenn dich das betrifft und interessiert, dann schau auf jeden Fall weiter. Lass uns schon mal ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns gleich zum Video wieder. Herzlich willkommen zu diesem Video auf unserem YouTube-Kanal. Ich habe den Kollegen Nico Becker wieder mitgebracht. Ich bin der Saad und wir wollen heute das Thema Marketing für Bauelemente, für deine Bauelemente einmal besprechen. Und ich lege direkt mal los. Ja, Bauelemente ist natürlich ein breites Spektrum. Wir zählen natürlich alle möglichen Bauelemente mit, sei es Haustüren, Fenster, Terrassenüberdachungen, Markisen, auch vielleicht Lamellenüberdachungen etc. Und ja, Marketing, wie du es heutzutage machen solltest, wie wir es empfehlen, ist natürlich auf jeden Fall online. Und warum online? Du kannst hier verhältnismäßig günstig deine Anzeigen ausspielen und jetzt kommt eigentlich der größte Vorteil im aktuellen Marketing als vielleicht zu früher. Du hast hier die Möglichkeit, viele deiner Dienstleistungen und sagen wir mal auch die eine Dienstleistung, nehmen wir jetzt mal als Beispiel Fenster, mit einem Produkt in verschiedenen Variationen, ich meine verschiedene Variationen, verschiedene Bilder, verschiedene Art und Weisen, Perspektiven, wie dieses Fenster dargestellt wird, zu vermarkten. Du hast hier in der Online-Welt natürlich den klaren Vorteil, der Kunde, der das sieht, weiß direkt, worum es geht. Das heißt, du musst die nicht nur per Text abholen oder in einer Zeitschrift oder so, sondern du catchst letztendlich dein Publikum oder deine Zielgruppe mit einem Bild oder mit einer Grafik. Und hier ist es natürlich auch ziemlich cool oder ziemlich leicht gemacht, dass du die Vorteile von deinem Unternehmen, aber auch von dem Produkt selber relativ einfach unkompliziert auf die Grafik mit reinpackst. Damit hast du natürlich eine viel einfachere Möglichkeit, deine Zielgruppe und die Leute, die sich wirklich dafür interessieren, noch schneller zum Interagieren zu bringen. Ja? In der Online-Welt, sei es jetzt Facebook, Instagram, wo die Leute tagtäglich unterwegs sind, hast du natürlich auch die Möglichkeit, dass Leute, die vielleicht nicht direkt, sagen wir mal, eine neue Terrassenüberdachung wollen, aber sehen in deinen Grafiken, wie toll sowas sein kann, also den Wunsch eines besseren Zuhauses in ihnen wecken. Und das ist halt heutzutage der beste Weg für dich, deine Bauelemente zu vertreiben. Ja, vertreiben ist, denke ich, das richtige Stichwort an der Stelle. Also für mich ist halt eine Sache wichtig, wenn wir jetzt über das Thema Bauelemente sprechen, was du dir halt einmal vor Augen führen musst. Bauelemente, also ich fasse darunter jetzt mal Fenster, Türen, Terrassenüberdachung und Wintergärten, das sind, glaube ich, so die Hauptbereiche. Fenster muss man vielleicht mal ausklammern, aber das sind meistens Sachen, die du nicht haben musst. Also jede Wohnung, jedes Haus in Deutschland braucht eine Küche zum Beispiel, aber du musst keinen Terrassenabbau haben, du musst keinen Wintergarten haben, Wintergarten schon dreimal nicht. Aber das sind so Sachen, das sind halt nice to have, sind keine must have, sondern nice to have und das spielt sich natürlich im Marketing auch sozusagen wieder. Also das ist einfach ein Produkt, Bauelemente, wie gesagt, Fenster jetzt mal ausgeklammert, die du so bewerben musst, dass du halt beim Kunden den Wunsch sozusagen wächst, dieses Produkt auch haben zu wollen. Und das ist tatsächlich mit unseren Kunden in der Beratung, also wir beraten ja auch unsere Kunden neben den Kampagnen, die wir schalten, eine sehr, sehr, sehr intensive Arbeit, die wir immer und immer und immer wieder machen, um das wieder fürs Marketing zu nutzen. Warum sollten Leute Terrassenüberdachung kaufen? Was ist das Gefühl, was ist die Konsequenz, wenn sie es nicht machen? Was sind Alternativprodukte? Warum soll ich mir eine Terrassenüberdachung kaufen und kein Sonnensegel? Das sind ja alles Fragen, die ich aus Kundensicht mir quasi stelle und die ich als Werbetreibender beantworten muss, wenn ich eben so eine Werbung mache. Und nimm das für dich einfach mal auf, welche Leute brauchen deine Dienstleistung oder was für Dienstleistung brauchen Menschen und was für Dienstleistung brauchen sie nicht. Und beim Thema Bauelemente kommen wir halt relativ schnell dazu, dass du halt wirklich viel, viel, viel über Bilder machen musst, also einfach über die Darstellung von dem Produkt, über Emotionen, die du quasi überträgst und einfach auch gucken musst, okay, wen hast du da vor dir sitzen? Also überleg dir einfach mal so ein bisschen in der Retrospektive, warum haben Leute bei dir in der Vergangenheit gekauft? Was waren das für Gründe? Die kannst du wieder im Marketing verwenden. Und beim Thema Bauelemente muss das halt wirklich ausgeschlachtet werden. Du brauchst auch vor allem, dazu machen wir uns auch mit unseren Kunden wirklich intensiv Gedanken, ein gutes Offer. Weil gerade bei einem Produkt, was ich mir nicht ins Haus bauen muss, wie gesagt, eine Küche muss ich mir früher oder später reinbauen, Terrassendach nicht. Da brauche ich ein vernünftiges Offer. Und ein vernünftiges Offer ist jetzt nicht zu sagen, ich mache ein kostenloses Aufmaß, sondern ein vernünftiges Offer ist wirklich ein Vorteil, den ich als Kunde bei dir habe, wenn ich dein Produkt kaufe. Können von mir aus irgendwelche Draufgaben sein, muss jetzt gar nicht im Bereich der Rabatte gehen, das wäre eher eine Aktion. Ein Offer ist wirklich einfach eine Sache, warum kaufe ich das bei dir? Habe ich gewisse Zeit lang Garantie? Werden Teile ausgetauscht, wenn ich irgendwie ja, was habe, was mir nicht gefällt?
Wie ist es, wenn ich irgendwas nachrüsten möchte? Bekomme ich da als Bestandskunde bei dir, wenn ich mir ein Terrassendach kaufe, irgendwelche Vorteile, irgendwelche Sonderkonditionen? Das sind alles Sachen, die in Richtung von einem Offer gehen und die du beim Thema Bauelemente halt wirklich ausschlachten musst, weil nochmal, ohne mich jetzt wiederholen zu wollen, das sind meistens Produkte, die dein Kunde nicht braucht, sondern haben will. Und das ist ein essentieller Unterschied, wenn es ums Marketing geht. Ansonsten, ja, würde ich sagen, nimm dir das auf jeden Fall schon mal zu Herzen, wenn du da eine genaue Strategie baust. Wie gesagt, wir arbeiten das jeden Tag mit unseren Partnern aus. Und das, was wir da ausarbeiten, nutzen wir direkt für die Werbeschaltung. Ist extrem, extrem wertvoll und kannst theoretisch dann mit dem Gespräch hier bei uns mit dem Kundenberater direkt aus der Vergleichbarkeit raus und kannst erfolgreich Werbung machen. Dann ja, melde dich gerne bei uns. Schau dir auf jeden Fall die nächsten Videos an und dann wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Tag. Bis dahin.